30 Jahre lang hat Ernst Althoff an der Düsseldorfer Kunstakademie Architektur gelehrt. Die Genies seiner Zunft, Mies van der Rohe und Walter Gropius, kannte er persönlich. Künstler Josef Beuys war ein Studienkollege. Er selbst hat nicht nur Häuser gebaut, sondern auch Möbel und Schmuck designt. Und jetzt baut er Spielzeug, Bauklötze nämlich. Ab morgen sind sie in Düsseldorf zu sehen und vor allem Kinder sind eingeladen. Denn Anfassen ist quasi Pflicht bei dieser Ausstellung. Ein Mann und seine Bauklötze. Ernst Althoff hat selbst großen Spaß mit den bunten Sperrholzkisten, die, richtig zusammengesetzt, einen Würfel ergeben. Was hier wie ein Spielplatz aussieht, steckt voller Wissen über Farben und Proportionen. Es ist so, die Kuben haben das Maß 1,13 mal 1,13 mal 1,13, zwei übereinander, ergeben das Corbusier-Maß. Sie sind geteilt nach dem goldenen Schnitt und man kann sehr schön damit arbeiten und auch spielen. Man kann auch eine Runde machen, meinetwegen Skat spielen. Also Spiel ist immer angesagt. Fast 87 Jahre ist Ernst Althoff nun und hat sich noch mal was Neues ausgedacht. Spielen als eine andere Form von Denken. All das, was im 20. Jahrhundert philosophiert wurde, über das Leben, die Kunst und die Art zu bauen, hat den Architekten Ernst Althoff tief geprägt. So, über was diskutieren wir jetzt? Über das Spielen, über Architektur, über die gute Laune? Mitten in Krefeld zwischen den Wellen ist Ernst Althoff geboren und aufgewachsen, als Sohn eines Tischlermeisters. Dieses Handwerk, das auch er erlernte, liebt er bis heute. In seinem kleinen Atelier sitzt er auf selbstgebauten Möbeln, zwischen Fachbüchern und Schmuckentwürfen. Die Häuser, die er früher baute, sorgten für Aufsehen. Besonderheit war der Grundriss, in dem eben jedes Familienmitglied den gleichen Raum zur Verfügung hatte. Das Haus hatte also praktisch drei kleine Bäder, drei Schlafkojen und den großen Gemeinschaftsraum. Und so haben Sie dann mit Frau und Tochter da gewohnt? Richtig. Die Zeitschrift Schöner Wohnen berichtete vor 42 Jahren über diesen sonderbaren Bau. Gleich viel Platz für alle Familienmitglieder, gelebte Demokratie im Eigenheim. Ernst Althoff ist bis heute stolz auf das, was seine Generation damals so machte. Das sind sehr viele Fantasieprojekte entstanden oder utopische Projekte. Und ein ganz kleines Überbleibsel war mein 30 Meter langes Haus am Nassauer Ring hier in Krefeld. Der junge Ernst Althoff baute Häuser, wie die großen Vorbilder vom Bauhaus es gelehrt hatten. Schlicht, funktional, genauso die Möbel der 60er und 70er Jahre. Und immer wieder Naturholz. Für mich ist es bis auf den heutigen Tag wohltuend, ein Stück Holz in die Hand zu nehmen, den Unterschied zwischen der Rinde, dem gesägten, dem geschobelten und dem geschliffenen Holz. Man kann am Holz die Sinne trainieren. Holz riecht auch, Holz schmeckt auch. Seinem Studienfreund Josef Beuys verschaffte Althoff 1957 das Holz, das der für sein erstes berühmtes Werk brauchte, das Ehrenmal in Büderich. Später baute der Architekt für Beuys ein Bett. Abwechslung war ihm immer wichtig. Was der Mensch bei der Arbeit nicht erfährt, erfährt er vielleicht beim Spiel. Und während der fast 87-Jährige seine Ausstellung umbaut, philosophiert er weiter. Alle Leute, vor allem die Berufskollegen, die Architekten, sollten mehr spielen. Dann sehe die Welt anders aus. Ich würde auch sagen, über das Spielen in die Ernsthaftigkeit und von da aus wieder zurück in das Spiel. Spielen, anfassen, angucken, diese Bauklötze ab morgen im Kulturbahnhof in Eller. Und jetzt eine kleine Einführung in die Tischtenniswelt. Seit 2000